Wir haben so viel Zeit und so viele neue Sachen gemacht und wir präsentieren es jetzt endlich mal wieder dem Kunden. Und das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Messe, wo wir wirklich, wirklich drauf gewartet haben, dass sie endlich wieder stattfindet. Auf der einen Seite bauen wir natürlich nach wie vor Leiterplatten, gerne auch von Eurosocket, wenn es geht. Und wir haben zum Beispiel eine multispektrale Kamera entwickelt. Bei dieser Kamera ist es auch möglich, mit mehreren Arrays motorisierte Systeme abzulösen, weil wir mit einem solchen Array, das relativ günstig ist, sehr schnell eine große Fläche an mit hochauflösenden Bildern aufnehmen können, die dann hinterher nachbearbeitet werden. Andere Bereiche, wo wir uns sehr, sehr viel weiterentwickelt haben, ist der EMV-Bereich. Elektromagnetische Verträglichkeit ist sozusagen der Bereich, in dem man auch Kameratechnik braucht, genauso wie diese hier zum Beispiel. Auch dort gibt es das Problem, dass es brennen kann. Und mit diesen Thermografie-Kameras kann man zum Beispiel entdecken, ob zu viel Störstrahlung in einem Absorberkegel dafür sorgen kann, dass innen drin die Wärme zu groß wird. Das ist wie ein Brötchen in der Mikrowelle, das auch von innen drin verkohlen kann. Und wenn ein Labor abbrennt, ist da wirklich sehr schlimm. Andere völlig abwegige Dinge, völlig anders, sind zum Beispiel unsere Beleuchtung für Schlösser und Museen. Diese hochwertigen Beleuchtungen, die wir schon seit 2005 herstellen, haben wir bisher eigentlich nur im Halogenbereich gehabt, damit Kristallkronleuchter richtig gut ausschauen und viele kleine Regenbogen machen. Und jetzt kombinieren wir das noch mit LED-Beleuchtung, sodass die Möglichkeit existiert, nicht nur das Ganze schön aussehen zu lassen, sondern auch eine Energie zu sparen. Und so haben wir hier auch eine Umschaltung von Halogen auf LED. Obwohl man nur zwei Drähte hat, das machen dann unsere Geräte und das wird die Elektronik hier drin übernehmen. Ja, ich sehe, Sie sind völlig auf der Höhe der Zeit. Urban Farming, ja, das ist Nachhaltigkeit, ne? Ja. Energiesparen. Großartig. Ja, ich danke Ihnen auch vielmals für die Möglichkeit, die sich jetzt wieder geboten hat, hier auf der Messe diese Videoaufnahmen zu machen. Das ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Ich freue mich jedes Mal drauf. Ja. Wir auch. Wir kommen gerne wieder. Das Dankeschön. Vielen Dank.